willkommen zum Bastelangebot von der Sofa-Kinderkirche am 6. Juni. Heute falten wir eine Taube. Und das machen wir deshalb, weil die Taube ein Symbol für Frieden ist, aber auch dafür, dass Gott immer bei uns ist und uns seine Geisteskraft Begabung schenkt. Außerdem hat die Taube eine wichtige Rolle bei der Taufe von Jesus gespielt. So, beginnen wir direkt. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein quadratisches Papier. Quadratisch heißt, dass alle vier Seiten gleich lang sind. Dieses drehen wir so rum, dass eine Ecke zu uns zeigt. Und nun falten wir die untere Ecke auf die obere. Wir öffnen das wieder, drehen das Blatt Papier einmal und falten wieder die untere Ecke auf die obere. Nun drehen wir alles so rum, dass die große Spitze zu uns zeigt. Diese nehmen wir und falten sie nach oben. Lassen aber auf beiden Seiten hier etwas Platz. Nun drehen wir wieder alles einmal rum und diese Spitze hier besteht ja jetzt aus zwei Papierlagen und wir nehmen nur die obere und falten die nach oben. Lassen aber, wie gerade eben schon, hier auf beiden Seiten etwas Platz. Jetzt falten wir alles einmal in der Mitte. Wir drehen es wieder, nehmen uns den einen Flügel und falten den nach oben. Und dasselbe machen wir auch mit dem anderen Flügel. Jetzt nehmen wir uns hier eine Spitze und falten die so schräg nach unten. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Ihr faltet das wieder nach oben und öffnet die Spitze hier einmal. Nun drücken wir die hier so nach unten. Und jetzt haben wir den Kopf von unserer Taube. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch die Flügel nach oben falten. So, und fertig ist unsere Taube. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Taube jetzt noch anmalen. Das habe ich zum Beispiel hier auch mal gemacht. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!